Hallo meine Freunde und wieder mal herzlich willkommen zum Raspberry Pi Tutorial. Wir haben letztes Mal gelernt, wie man die LED und unsere Schaltung ein- und ausschaltet praktisch. Und heute schauen wir uns mal an, wie man diese LED zum Blinken bringt, beziehungsweise wie man die GPIO Utility in einem Skript verwendet. Ich werde euch das in dieser Folge anhand eines Bash-Skriptes zeigen. Und in der nächsten Folge anhand eines Python-Skriptes, das sind, finde ich, jetzt mal die zwei wichtigsten Sprachen, also Skriptsprachen. Ja, das wird so ablaufen circa. Also nochmal mehr oder weniger zur Wiederholung, wir können ja hier mit GPIO write 0 und zum Beispiel 1 die LED einschalten und mit 0 wieder ausschalten. Vorausgesetzt, wir haben den Modus richtig gesetzt. Und das Ganze wollen wir jetzt in einem Shell-Skript verwenden. Ich setze jetzt ein bisschen voraus, dass ihr wisst, was ein Shell-Skript ist. Wenn nicht, ist es gar nicht so schwer eigentlich. Das ist faktisch wie eine Batch-Datei unter Windows. Nur eben unter Linux. Ist aber auch wirklich nicht kompliziert. Also wir legen mal eine neue Datei an im Editor eurer Wahl. Ich nehme Nano dazu, weil das ein recht guter Editor ist. Und ich nenne die Datei einfach mal blink.sh. Dann muss am Anfang einer eines Shell-Skriptes immer diese Zeile stehen. Und zwar Raute, Rufzeichen, /bin/bash. Diese Befehls Folge hier vorne, also die Raute und das Rufzeichen nennt man Hashbang und das gibt praktisch an, welche womit dieses Skript ausgeführt werden soll, in diesem Fall mit Bash, weil wir ein Bash-Skript haben. Ja, und dann müssen wir mal die GPIO-Pins, die wir brauchen, also in diesem Fall nur den Pin 0, auf den Modus Out setzen. Das machen wir einfach mit GPIO Mode 0 Out. Haben wir auch schon gelernt. Wenn ihr nicht wisst, um was es hier geht praktisch mit diesen GPIO-Befehlen, dann schaut euch am besten das vorletzte und das letzte Video an, da wird das alles relativ ausführlich erklärt. Ja, also jetzt haben wir den Modus gesetzt, damit unser Lämpchen mal auf Out gesetzt ist. Und jetzt wollen wir praktisch in einer Endlosschleife das Ganze blinken lassen. Also der Ablauf spezifisch ist die LED einschalten, eine Sekunde warten, die LED ausschalten, eine Sekunde warten, von vorne beginnen. Das, wenn man schon mal vorher ein bisschen programmiert oder geskriptet hat, ist das keine so schwere Aufgabe. Wir machen einfach eine While True Schleife und hier drinnen schreiben wir die Befehle, was wir brauchen. Also so geht in Bash eine While-Schleife, oder in Shell eigentlich, in Shell-Scripts. Hier einfach in den eckigen Klammern die Bedingung rein, dann ein Strichpunkt dahinter, dann Do. Und wenn die Schleife fertig ist, dann. Es gibt keine geschwungenen Klammern, so wie in höheren Sprachen, so wie C oder C-Sharp oder sonstiges. Ja, da schreiben wir es dem rein, GPIO, write 0.1. Und GPIO write 0.0. Also einschalten, ausschalten. Aber da fehlt noch was. Nämlich das Warten. Eine Sekunde. Das machen wir mit dem Befehl sleep. Also einfach eingeben sleep. Und dann 1. Also für eine Sekunde schlafen. Und unten wieder. Also ein Bash-Skript sehen wir hier schon, führt eigentlich nur Systembefehle hintereinander aus. Das ist eine ganz einfache Abfolge ist eigentlich. Also hier haben wir eben wieder unsere logische Abfolge. Wir setzen den Pin 0 auf 1. Wir schlafen eine Sekunde. Wir setzen den Pin 0 auf 0 und wir schlafen wieder eine Sekunde und fangen von vorne an. Ja, und wenn ich jetzt nichts fatal falsch gemacht habe, sollten wir jetzt das ausführen können. Aber erst nachdem wir die Zugriffsberechtigungen von der Datei bearbeitet haben.
Das hat, weil wenn wir jetzt versuchen, nur das so auszuführen, dann sagt er keine Berechtigung, weil die Datei nicht markiert ist, mehr oder weniger dafür ausgeführt zu werden. Jetzt müssen wir es machen mit chmod, also Change Mode, plus x, also wir fügen das Flag x, also Executable, hinzu und unseren Dateinamen, also in diesem Fall blink.sh. Ja, ist jetzt die Berechtigung geändert und wir können jetzt mit Punkt Slash, also aktuelles Verzeichnis und blink.sh das Skript ausführen und wir sehen dort hier oben in diesem kleinen Fensterchen, wo ich die Kamera zum Raspberry Pi eingearbeitet habe praktisch, sehen wir jetzt sehr schön, dass das Ganze blinkt. Im Abstand von einer Sekunde. Um das Skript abzubrechen, nachdem wir eine Endlosschleife haben, müssen wir einen Interrupt verwenden, also strgc. Dann hört das Ganze auch auf. Gut, das war es eigentlich soweit zu diesem Bash-Skript. Ist eigentlich ziemlich einfach. Und wir schauen uns dann nächstes Mal an, wie man das Ganze in Python macht, Schrägstrich programmiert, Schrägstrich sonstiges. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß mit eurem Raspberry Pi und auf Wiedersehen.